Hallo meine Lieben, dem ein oder anderen stellt sich vielleicht beim Klickertraining die Frage, wie und wann man am besten ein Kommando für einen Trick einführt. Ich stelle mir bei jedem Trick, den ich Aiden beibringe, die Frage, ob ich in diesem Moment imstande wäre, diesen Trick einem Bekannten zu zeigen, weil ich mir zu 90% sicher bin, dass Aiden den Trick gleich zeigen wird. Wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, kann ich auch ein Kommando einführen. Ich persönlich mag Zeichenkommandos lieber als Wortkommandos, aber das Prinzip ist dasselbe. Du musst nur darauf achten, das Wortkommando immer gleich zu betonen und das Zeichenkommando immer gleich auszuführen. Du bist dir also sicher, dass deine Katze gleich das gewünschte Verhalten zeigen wird. Wenn deine Katze gerade im Begriff ist, dieses zu zeigen, sagst du das Kommando, zum Beispiel Sitz, und wenn deine Katze dann sitzt, klickst du wie gewohnt und gibst ihr ein Leckerli. Du sagst bzw. zeigst also das Kommando noch während deine Katze den Trick ausführt und klickst erst dann, wenn der Trick vollständig ausgeführt wurde. Nun bedarf es zahlreichen Wiederholungen, bis deine Katze das Kommando mit dem Trick verbindet. Natürlich immer in kurzen Trainingsintervallen und ein paar Stunden Pause dazwischen. Wenn du testen möchtest, ob deine Katze bereits verstanden hat, was sie machen soll, gib einfach das gewählte Kommando. Sollte deine Katze darauf nicht reagieren, musst du weiter trainieren. Es bringt dann auch nichts, das Kommando zu wiederholen, da deine Katze einfach noch keine Verbindung zwischen dem Kommando und dem gewünschten Verhalten sieht. Wenn deine Katze diese Verbindung hergestellt hat, solltest du auch nur noch dann klicken, wenn du das Kommando gesagt bzw. gegeben hast und daraufhin das gewünschte Verhalten folgt und nicht mehr, wenn deine Katze das Verhalten ohne Kommando anbietet. Vielleicht noch gut zu wissen ist, wenn du immer am selben Platz trainierst und du dann den Trick in einem anderen Zimmer zeigen möchtest, kann es sein, dass deine Katze diesen nicht ausführt, da für sie neben dem eingeführten Kommando auch die Umgebung und deine Körperhaltung zum Trick dazugehören. Wenn deine Katze den Trick also kann, solltest du an unterschiedlichen Orten, mal im Sitzen, mal im Stehen, jedoch immer mit dem gleichen Kommando trainieren, damit deine Katze irgendwann versteht, dass es nur um das betonte Wort oder die Geste geht. So, hier dann jetzt noch die gewohnte Zusammenfassung. Du bist dir zu 90% sicher, dass deine Katze gleich das Verhalten zeigen wird. Während der Trick ausgeführt wird, gibst du das Kommando. Wenn der Trick vollständig ausgeführt wurde, klickst du und gibst dein Leckerli. Das wiederholst du so lange, bis es zuverlässig funktioniert. Um das Ganze zu überprüfen, gibst du das Kommando. Wenn nichts passiert, benötigst du mehr Training. Wenn das Verhalten gezeigt wird, klick Leckerli. Sobald deine Katze das Kommando versteht, solltest du an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlicher Körperhaltung aber demselben Kommando trainieren. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg und vor allem Geduld beim Klickern mit deiner Samtpfote. Fragen einfach in die Kommentare und hoffentlich bis demnächst. Wenn ihr jetzt noch nach Inspiration für Tricks sucht, könnt ihr hier unten links meine Playlist durchstöbern. Wenn ihr hingegen noch nie etwas von der Lucky Pet Box für Katzen gehört habt, solltet ihr euch das Video rechts unten einmal ansehen.